Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Randale und Hurra-Box von Querbeat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Randale und Hurra von Querbeat, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Es ist eine recht hohe Box in Schwarz und Orange. Wir werden mal die Folie entfernen. Und dann schauen wir mal hinein. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine orange Box mit weißem Aufdruck. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band Querbeat. Dann haben wir hier unten den Albumtitel Randale und Hurra. Und wir haben hier eine Kanone, zumindest das Gestell einer Kanone hier mit den alten Wagenrädern. Und statt einer Kanone, die hier schießt, haben wir hier eine Trompete da reingearbeitet. Und hier vorne spritzt so grüne, türkise Flüssigkeit raus. Okay. Auf der rechten Seite lesen wir Querbeat, Randale und Hurra, Inhalt, Box. Album Randale und Hurra, Instrumental-CD, Commentary-CD, Schweißband, individualisierte Maske, Orange Access, garantierter Zugriff auf ein Ticket für die Tour im Frühjahr 2019, Early Access bei jedem Tourkonzert, Poster, Aufkleber, drei Motive, Autogrammkarte. Okay, also das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Inhalt. Dann haben wir hier die Herrschaften, die Bandmitglieder. Zum Abschluss gibt es dann hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Auf der linken Seite sieht das Ganze dann so aus. In Orange und Weiß, Randale und Hurra plus den Namen der Band. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder den Namen der Band. Hier haben wir dann so ein, was ist das, ein Waldhorn, ein Flügelhorn. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich bei Blasinstrumenten nicht ganz so aus, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so ein Horn. In diesem Fall zwei Stück hier überkreuzt und ganz bunt bemalt. Jawohl, also eine sehr farbenfrohe Box, wie wir schon sehen. Das Ganze geht dann hier oben auf. Ist eine stabile Kartonbox und dann kommen wir mal zum Inhalt. So, wir haben hier einmal die Maske, das Schweißband. Das dürfte das Album sein. Dann haben wir hier diverse Papier- und Sticker-Inhalte. Dann einmal die Commentary-CD, einmal die Instrumental-CD und das dürfte dann ein Poster sein. So, von innen die Box in Schwarz gehalten. Machen wir mal wieder zu und dann packen wir das Ganze zur Seite. So, und nachdem hier noch diverse Sachen in Folie sind, werden wir die hier mal befreien. Also einmal das Schweißband in Orange, dann diese Maske, die kommt hier in so einer eigenen Plastikverpackung, in so einem Säckchen, okay. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch das Album in Folie, das werden wir auch mal befreien. So. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich, Randale und Hurra von Querbeat. Es ist das dritte Album der Band. Wir haben hier das Cover, das wir auch schon auf der Box drauf hatten. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. Auf der Seite lesen wir wieder Querbeat, Randale und Hurra. Auf der Rückseite gibt es dann wieder hier diese zwei Blasinstrumente. Und hier unten ganz klein haben wir die Tracklist. Wir haben, wenn ich es richtig identifizieren kann, 17 Tracks an der Zahl. Wir haben Features, aber ich glaube, dass das im Booklet dann noch ein bisschen besser zu lesen ist. Wir haben auf jeden Fall hier ein Feature von den 257ers. Und ansonsten, ich schau mal, haben wir hier diverse Remix-Varianten und Live-Varianten. Aber ich glaube, Feature ist hier wirklich nur von den 257ers. Okay, Beteiligte und Barcode, wir schauen mal hinein. Ich hoffe mal, dass das im Booklet noch irgendwie etwas lesbarer dargestellt ist. So,
Wir schauen hinein. Was haben wir hier? Randale und Hurra, Endstufe 2. Okay, also hier haben wir scheinbar Lyrics. Schauen wir mal weiter. Ja, es sieht so aus. Also wir haben hier zum Beispiel den Track Freaks, hier mit Lyrics und diversen Fotos. Jawohl, also Lyrics sind mit dabei. Und eben jede Menge Fotos der einzelnen Bandmitglieder, die hier so als Collage mehr oder weniger arrangiert wurden. Jawohl. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch eine umfangreiche Seite mit den Credits. Gut, ja, Features bzw. Tracklist habe ich jetzt nicht noch einmal gesehen. Okay, dann haben wir noch eine umfangreiche Danksagung. Und dann gibt es hier noch die Social Media Auftritte von Querbeat. So, wir packen das Booklet wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. Die ist auch in Orange. Also im Prinzip genau das Cover hier. Auf der Rückseite nochmal die Band. Dann kommen wir zur Instrumental-CD. Also, die kommt in einer Papphülle, ist gehalten wie die Rückseite der Box. Wir erinnern uns. Genau, so sieht das aus. Auf der Rückseite, ja, wobei hier kann man es vielleicht ein bisschen besser lesen. Hier haben wir 11 Tracks. Warum nur 11? Also die Differenz ergibt sich einfach daraus, dass wir hier dann auch regulär 11 Tracks hatten und Track 12 bis Track 17 waren dann eben entsprechend Remix-Varianten und zwei Live-Varianten. Deswegen hier 11 mit dabei. So, dann schauen wir uns die CD an. Die ist auch in Schwarz und Weiß. So sieht das aus, ganz schlicht gehalten. Hoppla. Und wie gesagt, in einer Papphülle. Eine weitere Papphülle haben wir noch dabei. Und zwar die hier in Orange, Schwarz und Weiß. Sieht so aus wie ein, ja, wie ein Trompetendackel. Also hier so ein Dackel, der, ja, hier das Mundstück an seinem Hintern hat und hier scheinbar als Trompete verwendet wird. Dann haben wir hier die Commentary-Versionen. Das heißt, die 11 Tracks. Und hier wurde dann entsprechend geredet und scheinbar erklärt, wie es dazu kam oder was die einzelnen Songs bedeuten, wie auch immer, also einfach eben kommentiert. Dann haben wir mit dabei ein Schweißband beim Artwork der Box. Ist dieses natürlich auch in Orange gehalten. Hier so eine schwarze Hand mit einem schwarzen Megafon, mit einem Lautsprecher, der hier so tönt. So sieht das von innen aus. Also alles hier komplett in Orange gehalten und kann man dann natürlich entsprechend hier tragen, wie auch immer man möchte. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, die Zeit, in der irgendwelche Kinder oder Jugendliche mit Schweißbändern rumgelaufen sind, die sind lange vorbei. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal so mit 8 oder mit 10 Jahren gemacht, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja wieder. Dann haben wir eine Maske. Ist eine, ja, eine relativ schlichte Maske, so eine typische Plastikmaske. Ihr kennt die, die sind normalerweise ganz in weiß und die wurden hier individuell bemalt, besprüht. Also bedeutet, bei jedem dieser Boxinhalte, also jeder, der diese Box kauft, dürfte eine andere Maske drin haben, denn die wurden wirklich alle separat und unterschiedlich gestaltet. Meine ist hier hauptsächlich in Neongrün und Blau. Hier auf der linken Wange lesen wir dann noch den Schriftzug Freaks. Und das Ganze ist dann hier hinten mit einem Gummizug. Das kann man dann um den Kopf machen. Und hier haben wir dann auch noch auf der Stirn so einen kleinen Schaumstoffpolster, damit das Ganze entsprechend angenehm auf der Stirn aufliegt. So, damit nicht genug. Wir haben auch noch Papier- bzw. Stickerinhalte. Und zwar haben wir hier, so, das war etwas zu weit, haben wir drei Sticker. Also einmal hier kreisförmig, Randale und Hurra, Querbeat in Orange, Weiß und Schwarz. Dann haben wir diesen hier, rechteckig im Hochformat, Mehr Freaks braucht das Land, Querbeat. Und dann haben wir den noch hier, Ciao Loser, Querbeat. Ja, also alles dabei, quadratisch, rechteckig und kreisförmig.
Schwarz-Weiß und Orange hier die gängigen Farben. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte und da muss ich ehrlich sagen, das ist schon beeindruckend, denn wir haben hier wirklich, es sieht für mich original aus, also nicht irgendwie aufgedruckt, wenn ich mir das nochmal genauer ansehe. Ja, oh, es ist echt schwer zu sagen, aber es sieht für mich doch irgendwie original aus. Falls irgendwer von euch die Box auch hat, kann er mir das ja gerne mal als Foto schicken oder dann können wir mal abgleichen, inwieweit die sich ähneln. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich originale Unterschriften sind. Respekt. Also bei der Menge an Leuten hier, so eine Autogrammkarte habe ich überhaupt noch nie gesehen mit so einer Menge. Also das sind echt mehr als 10 Unterschriften hier. Nicht schlecht. Dann haben wir auf der Rückseite Orange Access. Mit diesem Pass erhaltet ihr garantierten Zugriff auf ein Tourticket der Randale und Hurra Tour 2019. Hier steht, wie man das Ticket erwerben kann. Und dann kann man hier bis spätestens 1.12.2018 mit diesem Gutscheincode ein Ticket erwerben. Ja, die Tour ist mittlerweile vorbei. Ich habe somit meine Chance verwirkt. Aber ja, nette Sache, dass das hier dabei war. Da sind sicher einige Fans noch auf die Tour gekommen mit diesem Special hier in der Box. Dann haben wir ein Poster als letzten Boxinhalt. Hier haben wir einmal die Band. Also wenn ich richtig informiert bin, dann sind das 13 Bandmitglieder. Ich zähle jetzt mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, 13 sind das. Sowohl Männer als auch Frauen. Beziehungsweise, wenn ich es jetzt richtig sehe, eine Frau ist mit dabei. Und die haben hier alle Platz genommen auf einem, ja, auf so einem klapprigen Floß. Das Ganze im Querformat. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze noch im Hochformat. Okay, das ist auch eine nette Idee. Also wir haben hier einerseits mal die Tracklist oder so, ja, einzelne Aussagen, sagen wir es mal so. Aber, was mir besonders gut gefällt, hier steht, ich hoffe, man kann das hier lesen, hier könnte deine Maske hängen. Bedeutet, man hat hier bei diesem Poster tatsächlich einen Freiraum gelassen, einen Platz freigelassen für die Maske. Das heißt, man kann dann hier entsprechend die Maske so platzieren und dann hat man auch in Verbindung mit der Maske dann auch sein individuelles Poster. Nette Sache, habe ich es auch noch nie gesehen, dass das Poster so individuell ist. Nicht schlecht. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Posterformat dürfte A2 sein, einmal im Querformat, einmal im Hochformat beidseitig bedruckt. Dann haben wir hier die Autogrammkarte mit allen Unterschriften der Bandmitglieder plus diesem Orange Access für die Tour 2019. Das Schweißband in Orange und Schwarz. Die drei Sticker. Einmal quadratisch, einmal kreisförmig und einmal im Hochformat. Die Commentary-CD zum Album in der Papphülle. Die Instrumental-CD ebenfalls in der Papphülle. Die individuell bemalte Maske. Sowie natürlich das Album an sich, Randale und Hurra mit 17 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Randale und Hurra von Querbeat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Querbeat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.